fragt der Pistenjörg. Das ist der ehrlichste Pistenbericht der Welt aus dem persönlichsten Skigebiet im Berner Oberland. Wir schauen mit dem Pistenchef, wie gut die Verhältnisse wirklich sind. Aktueller Schneefall. Juhu! Wie der Tag durch schönes Wetter gehabt. Jetzt von einer Stunde hat es jetzt angefangen zu schneien. Und wir haben natürlich jeden Flocken aktuell. Nein, mit dem wenigen, was wir bis jetzt über Weihnachten im Jahr hatten, haben wir jetzt wirklich ein bisschen zulegen können. Kurzum können wir es voll nennen. Bei der Schneekanone sind wir im Führertour wirklich auf die letzten Hänge, die wir noch keine drin hatten. Die bestehenden sind wir noch nachher beschneien. Und jetzt hoffen wir, dass es auf das Wochenende nicht stark regnet und dann sind wir gutes Mutes. Das heisst, ihr habt eigentlich schon fast wieder das volle Pistenspektrum jetzt. Ja, einerseits auf der Match-Seite, wo wir sowieso gut bestückt sind, sind wir sehr gut dran. Und auf der Battleberg-Seite, wo wir viel Naturschneepiste haben, warten wir natürlich schon noch, dass Frau Holler uns stark hilft. Heute haben wir nur eine einzige Frage, die an Pistenjürgen reingekommen ist, die von Alain Pulver. Er sagt, das Skigebiet heisst ja Adelbodenlenk. Und er will wissen, ob ihr beide Pisten präpariert, also ob das das gleiche Team sei, das Lenk und Adelboden macht, oder ob das Trend sei. Also das ist ein Teil Trend. Auf Adelbodner Seite ist Bergbahn Adelboden und auf Lenkseite ist Bergbahn Lenk. Der Verbund ist so, dass der Billienverbund gemeinsam ist. Aber die Arbeiter sind auf beiden Talseiten vom jeweiligen Tal. Danke Jürg, das war die vor 6. Ausgabe von «Frag der Pistenjürg» im ehrlichsten Pistenbericht der Welt. Wenn ihr eine Frage habt an Pistenjürg, dann geht auf die Webseite lenk-semital.ch zum Pistenjürg. Es hat ein Formular, wo ihr eure Frage könnt einschicken könnt. Und beantworten tun wir sie auf der Webseite von lenk-semital.ch immer am Donnerstag.